Leute, heute gibt's 23 GTA 6 Leaks um die Ohren und wer die letzten GTA 6 Videos nicht gesehen hat, sollte da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Es lohnt sich zurückzublicken. Ich rede einmal über einen heftigen Hardcore-Modus, wie umfangreich der sein könnte, wie umfangreich allgemein GTA 6 werden soll, wie viele Missionen, DLCs und so weiter und so fort. Und für Nostalgiker unter euch, was GTA 1 und 2 auf dem PC betrifft oder auf der PlayStation, damals PlayStation 2 war es, glaube ich, oder 1. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Egal, sei es drum. Schaut einfach mal rein. Es lohnt sich, da mal reinzugucken. Da gibt es ein paar richtig interessante Informationen. Ich fange jetzt mit den Leaks an. Völlig neue Leaks, die ihr hoffentlich noch nicht gehört habt. Fahrzeuge sollen oder GTA 6 soll Lenkrad-Support haben. Das heißt, wenn ihr am PC hockt und habt euer Lenkrad angeschlossen, soll das voll funktionstüchtig sein. Wie das allerdings funktioniert, wenn du aus der Kiste aussteigst und dann auf einmal mit dem Controller zocken willst, weiß ich nicht, oder eben mit Maus und Tastatur, bin ich völlig raus, aber ich habe gehört, dass das auf jeden Fall funktionieren soll. Dann haben wir als nächstes Ferngläser zum Spotten, soll es in GTA 6 geben. Kannst halt die Gegend so ein bisschen auskundschaften. Ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen, für den Realismus, auch wenn ich das vielleicht also geil finde, aber wahrscheinlich auch eine echt nervige Sache sein kann. Du sollst ja Autos nachtanken müssen. Ob das jetzt auch E-Autos, wahrscheinlich gibt es auch E-Autos in dem Spiel, da musst du die halt an die Ladesäule schmeißen, aber du sollst wohl benzintechnisch Autos nachtanken müssen. Und angeblich soll es so sein, dass das nicht alle ein paar Minuten passiert, sondern so um die aller 15 Minuten. In der Zeit hast du wahrscheinlich, so lange fährst du wahrscheinlich in der Realität, in GTA 6 sowieso kein Auto. Spätestens, keine Ahnung, beim nächsten Krach, Crash, keine Ahnung, oder beim nächsten Überfall steigst du aus der Kiste aus, dann wurde die Kiste sowieso entweder zerstört, entführt oder weiß der Geier was, du nimmst eh ein anderes Auto. Also sei es drum, 15 Minuten sind völlig okay. Ich habe aus anderen Quellen mittlerweile bestätigt bekommen, dass die auch sagen, dass es definitiv einen Battle Royale Modus in GTA 6 geben soll. Als kleine Abwechslung, just for fun. Ich würde es absolut feiern. Dann soll es so eine Art, ich sag mal, Mythbusters-Events geben. Es soll rund um GTA 6 soll es viele Mythen geben. Irgendwas, wahrscheinlich auch wieder so ein UFO-Stuff und so weiter. Und man soll wohl bewusst auf solche Mythbusters-Missionen gehen, wo du halt Mythen widerlegst, bestätigst und so weiter. Müssen wir mal abwarten. Die 6-Sterne-Fahndung habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Wurde auch jetzt von verschiedenen Quellen, die ich entdeckt habe, bestätigt, dass das tatsächlich so kommen soll. Es soll korrupte Cops in GTA 6 geben. Also bestechliche Cops. Es soll aber tatsächlich auch, das finde ich krass, ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird, es soll auch rassistische Cops geben. Gibt es ja bei den Amis sowieso zuhauf. Wissen wir ja aus der Vergangenheit. Ich bin gespannt, wie heftig das passiert. Also da bin ich mal gespannt. Yachten können als Basis und als Heim fungieren. Nicht nur als, du kannst auch eine Yacht besitzen oder es gibt auch Casinos, die auf Booten sind und so weiter. Du kannst dann eine Yacht kaufen, die als Heimbasis, als Zuhause, kannst du dir vollwertig reinschmeißen. Dann soll es Go-Karts in GTA 6 geben. Das finde ich auch eine coole Sache. Gibt es bestimmt auch extra Rennligen, wo du nur auf Go-Kart-Strecken fährst, könnte ich mir vorstellen. Macht bei der riesen Map wahrscheinlich absolut Sinn. VR-Unterstützung für die PlayStation 5 zum Beispiel. Du hast eine VR-Brille und kannst GTA 6 im VR-Modus spielen. Das stelle ich mir in so einer umfangreichen, krass realistisch gestalteten Gegend, wie es dann da in Vice City sein soll, das stelle ich mir extrem krank und richtig, richtig genial vor. Ich glaube, da lohnt es sich sogar für alle, die noch nie VR probiert haben, das einfach mal sich zuzulegen, auszuleihen oder einfach mal zu testen, wie das ist. Wobei für mich im Livestream sieht es bestimmt bescheuert aus, wenn ich hier mit so einer Brille rumspringe. Aber ob ich nur meine Hackfresse zeige oder die Brille auf dem Kopf habe, ist wahrscheinlich völlig Latte. So, jetzt etwas, was der Tatsache widerspricht, dass GTA 6 für PlayStation 4, soll ja nicht für PlayStation 4 und Xbox One kommen, weil sie sich wirklich auf die Next-Gen-Konsolen und die guten PCs kümmern. Aber ich habe jetzt einen Leak gefunden, der wohl sagt, dass es für die Nintendo Switch eine Ultra-Low-Performance-Variante geben soll. Das heißt, für mich aber, sollte das tatsächlich stimmen, dann muss es für PlayStation 4 und Xbox One ebenfalls so eine geben. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Deswegen sollte für PlayStation 4 und Xbox One das nicht kommen, dann wage ich stark zu bezweifeln, dass auch für die Switch irgendwas kommt, weil
Nein, ich kann es mir tatsächlich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das aussehen? Das sieht dann wahrscheinlich wirklich aus wie in GTA 1 oder GTA 2 oder San Andreas auf dem Handy. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal abwarten. Dann soll es In-Game-Internet geben. Macht eigentlich Sinn. Wurde jetzt in der Vergangenheit auch öfter geleakt, dass du ein Handy hast. Du hast verschiedene Social Media und so weiter und so fort. Zwei verschiedene Social Media Plattformen kannst du benutzen. So macht es auch Sinn, dass du, ich sag mal, In-Game-Internet auf deinem Handy hast, auf deinem Smartphone und kannst dann vielleicht, keine Ahnung, wenn du gerade irgendeine Mission hast und willst dich über eine bestimmte Zielperson schlau machen. Googelst du da den Namen und dann kriegst du da vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Vielleicht musst du das sogar ab und zu machen, um rauszufinden, Mensch, wo wohnt der Typ, wo hält er sich gerade auf und. Dann soll es Feiertage und Geburtstage geben, die Einfluss auf die Spielwelt nehmen. Es soll eine TikTok-Parodie in GTA 6 geben, wo du auch deine eigenen Videos posten kannst. Wenn du zum Beispiel, kennen wir aus verschiedenen GTA-Teilen, deine Superstunts, die dann so in Slow Motion, ich weiß gar nicht, ob das in der 5 genauso war. Zu lange her, auf jeden Fall kannst du da bestimmte Sachen aufnehmen und das lädst du dann halt auf dieser TikTok-Parodie-Dingens hoch. Jahreszeitenwechsel soll es geben. Würde ich zum Beispiel sehr, sehr feiern, wenn es dann auf einmal für mehrere Tage oder Monate, keine Ahnung, ob das jetzt der reelle Jahreszeitenzyklus ist, den man reell in der echten Welt hat, der dann Einfluss darauf nimmt oder was weiß ich, alle paar Wochen ist da Winter, Sommer, Herbst, hast du nicht gesehen. Würde ich auf jeden Fall cool finden. GTA 6 soll, und das könnte bei dem Preis, denn das Spiel bis jetzt gefressen hat, mit über 2 Milliarden Dollar, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich stimmt, echte Autolizenzen. So könnte es sein, wie zum Beispiel hier die Kiste sieht aus wie ein gefakter Audi, ein Audi A6 würde ich jetzt mal behaupten, angetäuschte Audi-Ringe. Könnte tatsächlich stimmen, dass das soweit vorkommt. Dann haben wir NPC-Kinder. Gab es in GTA 5 Kinder als NPCs? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, das ist wirklich zu lange her. Soll es angeblich geben, da bin ich aber ganz ehrlich, da kann man nur hoffen, dass man keinen Blödsinn damit anstellen kann. So für irgendwelche dummen, kranken Menschen. Egal, aber GTA ist eh krank. Von daher, schwere Verletzungen müssen im Krankenhaus behandelt werden und es dauert etwas länger. Habe ich in einer der letzten ein, zwei Videos erst erwähnt über den Umfang und so weiter und dass das da wirklich so sein kann, dass wenn du eine schwere Verletzung hast, dass du da nicht zahlst deine Kohle für die Krankenhausrechnung, kommst raus und bist sofort wieder der fitteste Mensch der Welt. Da soll es wahrscheinlich in Sachen Realismus ein bisschen mehr geben. Es soll wieder möglich sein, Cheats zu benutzen. Reguläre Cheats kennen wir aus vielen anderen Teilen. Da hast du ja, keine Ahnung, fliegendes Auto, ercheateten Panzer, Raketenfaust, unendlich Munition und so weiter und so fort. Hier könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass wenn du jemals in einem Story-Durchlauf Cheats benutzt, dass dann bestimmte Trophäen gesperrt werden, die du dann nicht erhalten kannst. Das ist zumindest meine logische Schlussfolgerung für die ganze Geschichte. Es soll ein Farbblind-Modus geben, Untertitel, Schwierigkeitseinstellung und. Und das soll der Sinn dahinter sein, dass wirklich jeder, der irgendwelche, ich sag mal, Beeinträchtigungen hat mit Gehör, Farbe oder Schwierigkeit, man will einfach vielleicht ein bisschen entspannt spielen, ist nicht so der Hardcore-Gamer. Es soll wirklich für jedermann spielbar sein, so dass du auf deine Kosten kommst, Spaß im Spiel hast, dass es nicht zu schwer ist und du es wirklich auf deine, dass du auf deine Kosten kommst, Mensch. Man kann auch recht kompliziert drum rumreden. Man soll Gegner verstümmeln können, hatte ich glaube ich auch schon mal angerissen, finde ich richtig geil. Es gibt ja die Trophäe, zum Beispiel einer der schwersten Trophäen wahrscheinlich im Spiel, wenn man da drauf Bock hat. Ich stelle mir das extrem anstrengend vor, weil das ist nun mal Teil des GTA-Universums, dass du Leuten den Schädel wegballerst. Es soll es ja eine Trophäe geben, wo du keinen einzigen NPC töten darfst, außer das, was in Cutscenes wahrscheinlich passiert. Das kannst du nun mal nicht abwenden. Du sollst Gegner verstümmeln können. Was weiß ich, Angreifer, der dich anschießen will, der einen reinballern will, den kannst du von mir aus die Hand wegschießen oder so. Ist dann eben nicht tot, aber du hast ihn ordentlich verstümmelt und alles ist irgendwie gut. Und das Jetpack aus GTA San Andreas soll ein Comeback feiern. Ich könnte mir vorstellen, dass es so viele wahrscheinlich undenkbare Transportmöglichkeiten in GTA 6 geben wird, dass ein Jetpack eine richtig geile Sache ist, aber wahrscheinlich nicht das ist, was das Besonderste ist. Ich weiß nicht, wie ich es sonst umschreiben soll, aber ich fand das Jetpack undenkbar
wahrscheinlich genial in San Andreas. Allerdings war es halt verdammt langsam und auf Dauer ging es ja dann schon auf den Sack, auch wenn es echt ein cooles Gimmick war. Aber so als Comeback wäre es auf jeden Fall eine richtig, richtig feine Sache. Und wenn ich mich nicht täusche, bin ich mit allem durch und im nächsten Video gibt es dann nochmal ein paar Leaks von mir. 21 Stück an der Zahl sollten es sein. Das war es soweit von mir. Wie immer bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was sind eure 1, 2, 3 Favorite Leaks, die ich jetzt hier rausgehauen habe. Ich bin raus, bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao.